Vielen Dank für diese Einladung. Danke auch für Ihr Kommen. Und ich hoffe, dass ich Sie da in den nächsten 20 Minuten ein wenig durch die Schnittstelle von Digitalisierung und Kulturwelt durchmanövrieren kann. Diese 20 Minuten, und ich habe mir dieses Briefing zu Herzen genommen, also es sollen vor allem Input sein für eine mögliche Diskussion danach. Das sind zwei Teile. Das eine ist das, was wenig überraschend ist, die Bundestheater sind ein Unternehmen und die Digitalisierung betrifft uns wie jedes Unternehmen in allen anderen Bereichen. Also sozusagen der Klassiker, wo stehen wir als Bundestheater in unserer Digitalisierung? Und der zweite Teil ist eigentlich das, was dann den Kern unserer Arbeit betrifft, nämlich unseren Auftrag, wie weit die Digitalisierung hier das Selbstverständnis von Kulturbetrieben allgemein, im Theater im Besonderen und dadurch, dass ich ja auch vorher Museum war, vielleicht so quer über die Kulturbranche überhaupt betrifft. Also die Digitalisierung hat eine unglaubliche Auswirkung auf unser Selbstverständnis, auf die Erwartungen seitens der Politik, der Eigentümer und wohl auch auf die Erwartungen seitens der Öffentlichkeit. Also ich darf einmal beginnen damit, dass die österreichischen Bundestheater ein Unternehmen sind oder ein Unternehmensverbund mit ca. 2300 Mitarbeitern. Die Holding, der ich als Geschäftsführer vorstehe, ist Eigentümerin der Staatsopern GmbH, Burgtheater, Volksopern GmbH und der Art vor Art. Also es ist ein Unternehmen, wie jedes andere, mit vielleicht einem kleinen Unterschied, dass wir als Kulturschaffende oder Kulturproduzierende einen Zielekatalog haben. Das ist vor allem der kulturpolitische Auftrag. Also das heißt, wir unterscheiden uns einmal dahingehend, dass wir nicht gewinnmaximierend sind und nicht versuchen, am Jahresende möglichst viel Geld rauszuholen, sondern unsere gesamte Energie geht eigentlich dahin, gute Kunst zu ermöglichen und zu schaffen. Indirekt ergibt sich daraus schon auch ein Stellenwert der IT, nämlich ein sehr geringer, um das gleich zu sagen. Also es gibt relativ wenig Aufmerksamkeit auf IT, weil IT schlicht und einfach ein Tool ist, um anderes zu ermöglichen und alle Kräfte, noch dazu auch emotional, im Theater und im Musiktheater werden darin gebunden, auf der Bühne jeden Tag irgendein Ereignis herzustellen. Das heißt, die IT-Landschaft ist bei uns sehr durchwachsen. Also ich würde uns nicht als modernes Unternehmen in dem Bereich bezeichnen und gemeinsam mit allen Verbündeten arbeiten wir jetzt daran, das ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Die modernen Technologien halten unweigerlich Einzug in den Theaterbereich. Ich möchte mit einem Bild beginnen, das die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich kennen. Das ist ein sogenannter Seilzug. Das heißt, wenn Sie in einem Zuschauerraum sitzen und sehen, dass da ständig Dinge rauf und runter fahren, dann geschieht das über sogenannte Seilzüge. Deshalb sind die Theater und die Musiktheater meistens doppelt so hoch wie die Bühne, weil ja das ganze Bühnenbild oben in der Luft noch einmal hängt, weil zum ersten, zweiten, dritten Akt und jedes Bild wird das umgebaut. 1993 bis 1995 wurden diese Seilzüge umgestellt auf elektronische, also damals computergesteuerte Bühnentechnik. Bis zu diesem Zeitpunkt haben hinter der Bühne, also Bühnentechniker, daran gearbeitet, während der Aufführung und haben händisch gezogen, dass da etwas raufgegangen ist, runtergegangen ist, seitlich hin und her. Also 1993 bis 1995 wurde das weitestgehend in allen drei unserer Bühnen ersetzt durch computergesteuerte Bühnentechnik. Ein zweiter großer Schritt in dieser Digitalisierung oder in dieser elektronischen Verarbeitung von Daten war 2005 über die Lichttechnik. Also 2005 haben wir erstmals eingesetzt in der Lichttechnik, was ein eigenes Berufsbild ist, auch bei uns im Theater, dass wir die sogenannten Verfolger, Sie kennen das alle, dass da irgendjemand steht und mit einem Scheinwerfer dem Hauptdarsteller nachfährt, umgestellt haben auf Joystick. Also plötzlich sitzt irgendwo jemand in der Lichtregie und macht mit an einem Computer das, was man verfolgen nennt, nämlich dass man mit einem Scheinwerfer einen Hauptdarsteller verfolgt. Wo stehen wir derzeit? Also es gibt derzeit ganz smarte Technologien auf
glaube nicht GPS, sondern RFID-basierend, das heißt intelligente Beleuchtungssysteme, wo ein Sänger oder ein Schauspieler einen Sensor drin hat und auch nicht mehr mit dem Joystick sozusagen seine Bewegung nachvollzogen wird, sondern eigentlich über Radiofrequenztechnologie setzen wir noch nicht ein, aber sind derzeit sozusagen die Themen, die bei uns in der Digitalisierung der Beleuchtung eine Rolle spielen. Also nur um Ihnen ein paar Beispiele zu geben, wie es hinter der Bühne ausschaut oder was dort in den letzten Jahren passiert ist. Und das sind einfach Schritte der Modernisierung, wo die Theater dabei sind. Ein anderes Beispiel, also das ist so ein Seilzug, jetzt automatisiert oben, also oben am Dach der Staatsoper. Das sind hunderte Meter an Seilwinden und Kabeln, um schlicht und einfach computergesteuertes Bühnenbild innerhalb von wenigen Sekunden umzubauen, wenn unten der Hauptdarsteller auf- oder abtritt. Ein wesentliches Geschäftsfeld, wo Technologie bei uns Einzug gehalten hat, ist das Marketing und der Vertrieb von Tickets. Ich habe mir das auch heute rausgesucht. Am 1.9.1986, also vor mittlerweile 31 Jahren, war die Umstellung der sogenannten Massette auf das elektronische Ticketing. Also die meisten von Ihnen haben das vielleicht noch in Erinnerung. Wenn man als Kind ins Kino gegangen ist, dann hat es einen Block gegeben und man hat die fünfte Reihe, Platz 7, irgendwo rausgerissen gekriegt. Und das heißt, die Massette, das war sozusagen die Belegung des Saalplanes in Papierform, das wurde irgendwann einmal eingestellt und in elektronische Form übergeführt. Das heißt, auf ein elektronisches Ticketing, dass es eine Saalplatzbelegung und eine Buchung gibt, die über einen Computer möglich ist. Mittlerweile haben wir natürlich neue Vertriebskanäle. Sie müssen sich vorstellen, noch immer werden sehr viele Karten über Abonnements gebucht. Das heißt, jemand, der ein Abo bucht, das wird bei uns zwar händisch eingepflegt, aber das ist keine Buchung über Internet, weil eine Abonnementbestellung halt sozusagen für ein ganzes Jahr erledigt wird. In der Oper werden heute 25% der Tickets im Internet gekauft. Mittlerweile machen sich Apps breit. Also alle Theater haben eine App, auch alle Bühnen der Bundestheater. Mittlerweile gibt es natürlich moderne Vertriebsplattformen. Es gibt bei uns noch nicht das, was Booking.com ist im Tourismus. Das heißt, so eine allgemein übergreifende Plattform, wo man sich Tickets besorgt. Aber natürlich gibt es da schon Leute, die in den Markt drängen, um dann im Kuchen mitzunaschen. Ich glaube, das wird so schnell nicht kommen, weil der Markt wenig fragmentiert ist. Weil der Markt sehr fragmentiert ist. Also das heißt, wir haben Häuser, die eine extrem hohe Identität, eine sehr hohe Markenstärke haben. Und wenn man an der Wiener Staatsoper Ticket buchen will, dann sucht man nicht den Umweg über eine digitale Plattform, sondern man macht es eben an der Wiener Staatsoper. Also die Markenstärke der Bühnen ist schlicht und einfach zu groß. Die Digitalisierung ist allerdings Voraussetzung für weitere Schritte, die auf uns mit Sicherheit zukommen werden. Ich nenne jetzt einmal das Beispiel Dynamic Pricing. Sie alle haben das gelernt, dass Sie für eine Reise, für einen Flug, für ein Hotel unter Umständen das Doppelte oder die Hälfte von Ihrem Sitznachbar zahlen oder derjenigen, die das Nachbarzimmer belegt, weil eben die Preisgestaltung damit zusammenhängt, wann man bucht, unter welchen Umständen man bucht, ob man von einem Stand-PC, von einem mobilen Device aus bucht. Die Frage ist, ob das ein Sakrileg ist, dass Dynamic Pricing auch bei uns einmal kommt. Grundsätzlich gibt es auch bei uns im Kulturauftrag so etwas wie eine soziale Verantwortung. Das heißt, wir haben auch die Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten irgendwie sicherzustellen. Das heißt, eine reine Auktionierung von Tickets, also ich sage jetzt, wenn ein Weltstar auftritt, haben wir derzeit Überbuchungen, die ins Zehnfache gehen von der Anzahl der Tickets, wird es nicht sein. Es wird allerdings unterschätzt, dass auch heute schon eine flexible Preisgestaltung gelebt wird. Also wir haben Zuschläge bei Premieren, das ist eine Marktgegebenheit. Um ein Beispiel aus den Museen zu nennen, Sie können in vielen, vielen der großen Museen VIP-Tickets anbieten, um sich das Anstellen zu ersparen. Die Fledermaus bei uns kostet am 31. Dezember mehr als am 15. Jänner, obwohl es dieselbe Besetzung ist. Also es gibt heute schon Preisdifferenzierungen. Allerdings das, was man so klassisch unter Dynamic Pricing versteht,
das wird noch nicht gelebt und ich denke mir, es wird kommen, segmentweise. Es gibt wahrscheinlich dann in der obersten Kategorie Leute, die mit Sicherheit ihr Ticket haben wollen. Die sind auch bereit, das Dreifache, Vierfache zu zahlen, aber die Spreizung in der Preisgestaltung, die wird größer. So, das war jetzt sozusagen ein kurzer Einblick. Digitalisierung ist ein Thema in Kulturunternehmen wie in jedem anderen Unternehmen. Das heißt, es gibt Prozesse, die stattfinden, die jetzt über Digitalisierung leichter vonstatten gehen. Ich darf noch ein Beispiel anbringen. Es hat lange auch die Überlegung gegeben, bei den Bundestheatern die Buchhaltung und die Personalverrechnung wieder zu zentralisieren. Diesen Schritt dann habe ich voriges Jahr gesetzt. Das heißt, wir machen sogenannte Shared Service Center. Und mit ein wesentliches Argument dafür war der elektronische Workflow, der natürlich über die Digitalisierung heute ganz anders zu bewerkstelligen ist, als es vor 3, 4 oder vielleicht vor 10 Jahren, sagen wir so, war. Also das heißt, das ganze Prozessdenken ändert sich, klar, aber darin unterscheidet sich eine Kulturinstitution überhaupt nicht von jedem anderen Unternehmen. Das heißt, alle diese Fragestellungen, das ist egal, ob ich in der Reifenindustrie bin oder in dem Fall im Kulturbereich. Ein Punkt, der uns wirklich im Kern unseres Selbstverständnisses berührt, ist durch die Digitalisierung in den letzten Jahren so richtig in Bewegung gekommen und setzt sozusagen alles außer Kraft, was bisher an Logik, an Verständnis, an Selbstverständnis, an Stolz da war. Und zwar ist das die Digitalisierung im Vermittlungsformat. Es steht sogar im Bundestheaterorganisationsgesetz, das ist die rechtliche Grundlage unseres Tuns, da zitiere ich draus, aus dem kulturpolitischen Auftrag, § 2 Absatz 1 Ziffer 4, Erreichen neuer Kundenschichten, Schaffung von Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für das gesamte österreichische Publikum, auch durch den Einsatz von elektronischen und anderen Massenmedien unter Berücksichtigung neuer medialer Entwicklungen. Das heißt, eigentlich die Digitalisierung ist uns als Aufgabe im Gesetz, als Verantwortung mitgegeben. Was bedeutet das? Das bedeutet für uns, dadurch, dass es jetzt ein Ziel ist, das formuliert ist, dass es eigentlich eine Umkehr oder für viele Menschen im Verständnis eine Umkehr von Mittel und Zweck ist. Also für mich als User oder als Mensch, der in dieser Welt lebt, in dieser analogen Welt, ist die Digitalisierung ein Mittel zum Zweck. Ich will was erreichen und bediene mich verschiedener Tools, um das zu tun. Jetzt plötzlich steht im Kulturauftrag drin, dass die Digitalisierung ein Ziel ist. Also nicht eine Begleiterscheinung, sondern ein Ziel. Für mich ist das teilweise also eine Umkehrung von Mittel und Zweck. Gestärkt wurde dieser Trend auch aus bestimmten Trends der Industrie und vor allem aus der Musikindustrie. Ich darf Ihnen ein paar Zahlen aus dem Musikbusiness überliefern. Das ist aus dem Global Music Report. Das ist so weltweit ein Report, den die musikschaffende Industrie ich lese die Zahlen vor, also Sie versäumen nichts, wenn Sie da nicht um die Ecken schauen. Also dieser Global Music Report für 2016 sagt, dass der Weltmarkt an Musik, an verwertbarer Musik, also das ist alles das, was verkauft wird, bis hin zu Bühnenrechten und Musiklizenzen, ca. 15,7 Milliarden Dollar groß ist und dieser Markt um 5,9% wächst. Das heißt, es wird heute mehr Geld für Musik ausgegeben oder wurde 2016 als noch im Jahr davor. Sehr interessant davon, also von diesen 16 Milliarden Dollar, 50% davon ist digitaler Anteil. Ich muss das jetzt richtig stellen. Also was heißt digital? Eine CD ist in diesem Begriff analog, weil man hat was in der Hand. Und daher ist eine CD analog, aber der digitale Musikmarkt, das ist alles das, was Streaming, Download, also eigentlich alles das, was übers Netz zugänglich gemacht wurde. Also 50% der Musik, des Musikmarktes ist digital. Und dieser digitale Anteil hat ein Wachstum von 17%. Also der ganze Musikmarkt um 6%, digital um 17%. Es werden weltweit ungefähr 110 Millionen Nutzer nutzen globale Streamingdienste.
Und man sieht es auch hier, Streaming wächst um 60%, Download sinkt um 20%. Das heißt, alles das, was an Musik oder an Unterhaltung konsumiert wird, wird gestreamt. Das ist eine Gegebenheit, eine reale, und das ist sozusagen der Markt. Das klingt jetzt wahnsinnig verlockend, weil ja sozusagen unsere Leistung, die wir jeden Abend bringen, nämlich auf der Bühne, dass da eine Vorstellung stattfindet. Wenn man da eine Kamera hinstellt, ist es ja eine ganz eine einfache Schlussrechnung. Ich verbreite das und trage dadurch zu einer Demokratisierung bei im Kulturleben. Das heißt, eine Digitalisierung ist in unserem Bereich sozusagen die Schlussrechnung ganz einfach. Ihr kriegt Subventionen von uns, macht was damit, bringt es unter die Leute. Steht ja auch im kulturpolitischen Auftrag drin. Das heißt, für viele ist Digitalisierung gleich Demokratisierung. Man kann damit viele Vorurteile ausräumen, nämlich dass das Kunstschaffen elitär ist und nur wenigen reichen Menschen vorbehalten ist. Also wir haben Spitzenpreise bei uns im Haus bis zu 180 Euro, Festspiele bis zu 400, 450 Euro. Eine einfache Rechnung, dass eigentlich die Digitalisierung plötzlich dazu beiträgt, Kunst und Kultur unter die Menschen zu bringen. Vielleicht noch ganz kurz, das Kulturbudget des Bundes beträgt 450 Millionen Euro im Jahr, ungefähr der Stadt Wien 250 Millionen. Das heißt, 700 Millionen Euro werden einmal ausgegeben zur Kulturpflege, und die größten Subventionsempfänger, das ist die Hochkultur. Also die österreichischen Bundestheater bekommen von den 450 Millionen, die der Bund für Kulturförderung ausgibt, 160. Das heißt, wir sind der weitgrößte Kulturempfänger. Es ist daher legitim, dass ein Eigentümer sagt, bitte macht was damit, dass nicht nur am Abend 2000 Leute zufrieden nach Hause gehen. Ja? Also wie kann eine Investition von 163 Millionen in die Bundestheater gerechtfertigt werden? Die Theater haben eine noch größere Rechtfertigung als beispielsweise Museen, weil Theater und Theater plus Musiktheater sozusagen ein knappes Gut darstellen. Also bei den Museen kann ich sagen, ich öffne die Tür und jeder kann rein und ich habe keine Kapazitätsgrenzen. In der Oper ist, wenn Frau Netrebko singt oder Herr Kaufmann, gibt es trotzdem nicht mehr als 1700 Sitzplätze und es geht nicht mehr. Also das heißt, es gibt Kapazitätsgrenzen und dafür kriegen wir so viel Geld. Also die Digitalisierung ist eine Möglichkeit, Kapazitätsgrenzen zu steigern. Allerdings, im Gegensatz zur Musikindustrie, die Geschäfte und Gewinne macht, ist die digitale Vermittlung im Veranstaltungsbereich schwer defizitär. Ich habe ein paar Beispiele vorbereitet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so musikaffin ist und sich auf einschlägigen Plattformen bewegt. Eines der großen Vorzeigebeispiele ist die Digital Concert Hall. Das ist von den Berliner Philharmonikern. Tobias Möller, Leitung Marketing Kommunikation, sagt, sie produzieren im Jahr 40 Konzerte im Netz plus ein Konzertarchiv. Sie haben auf YouTube 1,5 Millionen Aufrufe per Jahr. 50% sind unter 45 Jahre alt, also absolut verlockend zu sagen, wow, die digitale Welt eröffnet mir neue Bildungsschichten und neue Altersschichten. Das Abo kostet 149 Euro pro Jahr. Subventioniert wird das von der Deutschen Bank, und wenn man die Zeitungen nachliest, ist die größte Sorge, dass die Deutsche Bank irgendwann aussteigt, weil dann ist das nicht mehr leistbar. Also noch einmal, die Musikindustrie macht natürlich Gewinne, ist ja auch legitim und der Auftrag. Im Kulturbereich ist das teilweise nicht möglich. Die Metropolitan Opera verkauft 21 Millionen oder hat seit 2006 21 Millionen Tickets verkauft, mehr als 2 Millionen pro Jahr. Allein in Österreich in 10 Kinos zu sehen, ein Abend im Kino mit einer Übertragung der Metropolitan Opera kostet 33 Euro im Normalpreis, ein Abo mit 10 Vorstellungen 280 Euro. Laut Eigenauskunft macht die Metropolitan Opera damit 8 Millionen US-Dollar Profit. Auf der Homepage steht auch Dank an alle Sponsoren, die das großzügig unterstützen. Auch wir in der Staatsoper haben das Livestreaming. Wir verlangen 14 Euro für ein Single-Ticket, 16,90 für ein Monatsabo, 159 pro Jahr. Das heißt, wenn schon Defizit, kann man ja kurz die Schlussfolgerung ziehen, wenn schon Kulturauftrag, wenn wir schon 160 Millionen Euro kriegen, wieso macht es das dann nicht frei? Ja? Also es ist ja da, es ist ja digital da. Also abgesehen von rechts
fragen, weil ja Mitwirkende auch Rechte an ihrer Mitwirkung haben, die abgegolten werden müssen. Stellen sich also ganz, ganz viele andere Fragen, die damit in Zusammenhang stehen. Ich habe also noch im Museum einen Workshop zu Open Data gemacht. Also sozusagen Subventionsnehmer, bitte digitalisiert das und gebt das frei. Im Museumsbereich ist es so, dass zwar die Digitalisierung, die Kosten für die Digitalisierung meistens dann mit öffentlichen Geldern gezahlt werden, aber sehr oft die Umsätze und auch der Profit von privaten Unternehmen gemacht werden, also zum Beispiel von Bildagentur. Also wenn ich heute schaue, es ist fast jedes Bild aus dem Louvre oder aus dem Kunsthistorischen Museum irgendwo verfügbar im Netz. Und sehr oft machen dann eben Agenturen, die sehr gut sind, auch legitim, auch ein Geschäft damit. Also, dass man sozusagen die Kosten der Öffentlichkeit umhängt und den Nutzen auch privaten gibt. Aber das sind eben die großen Diskussionen. Ich habe jetzt etwas angerissen, sozusagen die Digitalisierung ermöglicht uns die Erfüllung des Kulturauftrags. Wir können sozusagen die österreichische Bevölkerung, der sind wir verpflichtet, weil es, die Menschen sind, die mit Steuern uns finanzieren, wir können etwas zurückgeben. Als mögliches Geschäftsmodell, als mögliche Investition, als möglicher Dank an Steuerzahler. Ich möchte abschließen mit einer kurzen Zusammenfassung, nämlich als Plädoyer für einen Ort der analogen Erfahrung. Es ist das Wort heute gefallen, ich habe es da stehen. Ersetzt Barship.at eine persönliche Beziehung? Findet Liebe im Internet statt oder findet die dann eigentlich, ist das das Ziel oder ist das ein Mittel? Ja? Ersetzt das Google Art Project, ich weiß nicht, wer das kennt, also Sie können heute in jede Hautpore der Mona Lisa reinzoomen. Ersetzt Google Art Project einen Museumsbesuch? Ersetzt eine Streaming-Plattform das Erleben einer Aufführung? Und ich habe da für die Herrschaft nach hinten ein Bild der Mona Lisa. Ich frage jetzt einmal, wer hat in den letzten 3 Jahren die Mona Lisa gesehen? In den letzten 3 Jahren? Gut, genau. Das sind also ungefähr 10 Leute, die aufgezeigt haben. Jeder hat sie gesehen, aber auf dem Bild. Jetzt frage ich mich, Sie selbst empfinden das Sehen der Mona Lisa als den Museumsbesuch, weil jeder, der von Ihnen einmal in Paris war, jeder, der das erste Mal in Paris war, geht in den Louvre, um sich das anzuschauen, was man tagtäglich 100-millionenfach reproduziert haben kann. Sie selbst empfinden es offensichtlich als Erlebnis, wenn Sie die Mona Lisa im Original sehen. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen der digitalen Kopie, zwischen der Verbreitung und dem Original. Das ist die Aura, das ist der Saal, das ist das Staunen. Danke, dann sage ich dasselbe Beispiel mit einer Zauberflöte an der Wiener Staatsoper. Also wenn Sie im Theater sind, die Luft atmen, sich vielleicht irgendwie für diesen Abend vorbereiten, glaube ich, dass das ein anderes Erlebnis ist, als zu Hause mit einer Dose Bier zu sitzen, Soletti zu jausen und sich nebenbei die Königin der Nacht reinzusaugen. Also ich glaube, dass die Digitalisierung ein unglaubliches Tool ist, um Kernkompetenzen zu schärfen, nämlich unsere Kernkompetenzen, die wir zu bieten haben. Die Digitalisierung ist Mittel zum Zweck und wird nie der Zweck sein. Zweck unserer Arbeit, also in den Theatern oder in den Musiktheatern, ist es, eine Leistung zu erbringen, die in irgendeiner Weise eine Gesellschaft bewegt, hinterfragt oder verändert. Und nicht zuletzt ist das Theater, das Musiktheater oder auch das Museum der Ort, wo analoge Fragen gestellt werden, die vielleicht durch Digitalisierung erst verbreitet werden kann. Ich habe im Zuge dieser Open Data Tagung ein Zitat gefunden von Herrn Matthias Döpfner. Den durfte ich einmal persönlich kennenlernen, als der Vorstandsvorsitzende vom Axel Springer Verlag. Also mit dem könnte man wahrscheinlich stundenlang streiten. Aber er hat ein sehr tolles Zitat gesagt. Er hat gesagt, wir, also die Medien, die Zeitungen, wir haben Angst vor Google. Ich muss das einmal so klar und ehrlich sagen, denn es traut sich kaum einer meiner Kollegen, dies öffentlich zu tun. Nach Lage der Dinge wird Ihr Konzern, nämlich Google, in den verschiedensten Bereichen unseres professionellen und privaten Alltags, im Haus, im Auto, im Gesundheitssystem,
in der Robotronik, ich ergänze jetzt in der Kultur, eine führende Rolle spielen. Das ist eine riesige Chance und eine nicht minder große Bedrohung. Ich befürchte, es reicht einfach nicht, was Sie tun, zu behaupten, Sie wollen aus der Welt einen besseren Ort machen. Also das ist sozusagen der Anspruch über die Digitalisierung. Zitat Ende. Einen besseren Ort zu machen, das ist auch eine der Aufgaben des Theaters, zumindest wenn es nach Schiller geht. Also er hat in seiner berühmten, in einem Vortrag, was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich bewirken, eben gesagt, eine Schaubühne ist eine ästhetische Anstalt, eine Schaubühne ist eine gesellschaftspolitische Anstalt und Instrument der Aufklärung. Und eine Schaubühne ist, und das ist das berühmte Zitat, eine moralische Anstalt und eine Schule praktischer Weisheit. Also wenn mächtige Medienkonzerne wie Springer ihre Angst vor Technologiekonzernen offen kundtun, wie sollen sich dann Theater und Museen artikulieren, die keine Macht im wachsenden IT- und Technologiemarkt haben? Vielleicht ist Angst eine unserer stärksten Antriebskräfte. Ob aus der Angst auch eine brauchbare Weiterentwicklung entstehen kann, das wage ich zu bezweifeln. Darin besteht aber die große Herausforderung für Kulturschaffende in der digitalen Welt. Danke.